Hallo Herr Glasner, nimmt man mal diesen Bayern-Sieg raus, war das in Ihren Augen die beste Saisonleistung Ihrer Mannschaft und war das auch der Fußball, den Sie in Zukunft sehen wollen? Ja, ich sehe mal, muss ein bisschen aufpassen mit den Superlativen, weil vor also 5 Tagen war es die schlechteste, zumindest Halbzeit, jetzt ist es vielleicht die beste gewesen. Und, aber heute war halt, ja, wir waren heute disziplinierter, wir waren ruhiger, wir hatten eine sehr, sehr gute Staffelung, waren variabel, haben mal über außen gespielt, mal zwischen den Linien und ohne dabei die Balance zu verlieren. Und das war ganz, ganz wichtig. Und ja, deswegen war heute schon vieles sehr, sehr schön. Man hat es auch gemerkt dann, wie das Publikum mitgegangen ist. Dann ist ja immer so ein Stimmungsbarometer. Und ja, deswegen heute wirklich viele tolle Situationen. Aber wichtig ist auch jetzt nicht wieder in totale Euphorie zu verfallen. Jetzt, heute ein paar Spieler gehabt, die dann mit muskulären, jetzt vielleicht nicht Problemen, aber die ein bisschen die Muskulatur gespielt haben, wo wir wechseln mussten. In 3 Tagen in Bochum erwartet uns ein hochmotivierter Gegner, ausverkauftes Haus, habe ich gehört. Pfeilschnelle Flügelspieler, also deswegen, ja, es wird nicht einfacher, aber natürlich so ein toller Abend gibt uns Selbstvertrauen und ja, wir werden am Sonntag wieder gut vorbereitet sein. Jetzt kommt Bochum, muss man da besonders sensibilisieren nochmal, muss man sagen, passt da bloß auf, nicht, dass wir da wieder ein blaues Wunder erleben. Und wie kriegt man denn jetzt diesen Spagat hin, auch mit den neuen, jungen Spielern, denen Sie ja immer sagen, Zeit geben, die brauchen Reife, die müssen reifen, das ist ein Prozess. Wie geht man mit denen um, wenn man jetzt so eine gute Leistung der Alten oder Arrivierten, nehmen wir mal Boré weg, gesehen hat? Wie, ja, Jakic ist auch... ja, okay. Ja. Ich meinte jetzt die Offensiven. Ja. Baut man die peu à peu ein oder sagt man, ich baue jetzt hier meine Mannschaft erstmal so, wie sie heute war? Ich habe noch gar nicht den richtigen Plan. Wir haben auch jetzt schon gesprochen oder wir haben die Analysten gefragt, was zeigen wir denn morgen, welche Schwerpunkte oder zeigen wir überhaupt was? Ich habe gesagt, boah, ich weiß es noch nicht. Es ist einfach so auch mal ein bisschen Gefühl zu entwickeln. Die Spieler werden heute, ich weiß jetzt nicht, irgendwann mal wahrscheinlich zwischen 2 und 3 Uhr einschlafen. Wir trainieren morgen um 12 Uhr Mittag. Ich weiß jetzt nicht, schaue ihnen mal in die Augen morgen in der Früh, ob die überhaupt aufnahmefähig sind für eine detaillierte Analyse. Ich glaube, wichtig ist einfach, diesen Schwung mitzunehmen, dieses Selbstvertrauen mitzunehmen und bei aller... bei allem sehr, sehr großen Respekt vor Bochum, den wir haben und dass wir aber, ja, wichtig ist, mit Selbstvertrauen auftreten, jetzt natürlich keine Nachlässigkeiten zulassen und mit den jungen Spielern, die jetzt zu uns gestoßen sind, habe ich heute schon vor dem Spiel gesprochen, habe ihnen meine Beweggründe erklärt, warum, wieso wir jetzt das auch so machen und deswegen ist auch gut, dass die jetzt mal ein bisschen aus der Schusslinie sind und jetzt wirklich sich so ja, auch entwickeln können, aber ich weiß noch gar nicht, wer dann am Sonntag endgültig zur Verfügung steht. Auch hier wiederhole ich mich sehr, sehr gerne. Jeder, der dann bei uns im Kader ist, hat unser vollstes Vertrauen, egal ob er 90 Minuten spielt oder eine Minute. Und wir werden sicherlich dann eine fitte Mannschaft in Bochum am Platz stellen.